Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fishing Planet, noch in der Weltübersicht, denn wir wollen heute mal unsere Rundtour beginnen durch die einzelnen Gewässer und da mal ein paar Setups zusammenstellen und angefangen natürlich in Missouri. Wir gehen einfach der Level-Reihenfolge nach. Ich glaube erst Missouri, dann New York, dann weiß ich gar nicht, wo es weitergeht, Colorado oder so, kann das, oder North Carolina, ich glaube Colorado, aber keine Ahnung, sehen wir dann, ist jetzt erstmal egal. Heute auf jeden Fall Missouri und da müssen wir natürlich erstmal wissen, was man da für Fische fangen kann und wie groß sie werden können. Irgendwer hat in den Kommentaren geschrieben, man wüsste das vorher nicht, aber das stimmt ja natürlich nicht, denn man kann es nachgucken in der Top-Liste hier. Und hier kann man einfach nach Gewässer und nach Fischart filtern und dann kann man einfach gucken, was man fangen möchte und welchen Fisch man vor allen Dingen fangen möchte. Hier im Mudwater River stellen wir einfach ein, da sehen wir schon. Jetzt zeigt er natürlich nur die Alligatorhechte in Trophäengröße an. Und das sind die letzten 7 Tage, das heißt auch noch vorm Update. Deshalb 44 Kilo, ich glaube nicht, dass man den noch fangen kann. Wenn jetzt, glaube ich, ziemlich spektakulär. Aber das ist nochmal, glaube ich, ein anderes Thema. Ich habe das noch nicht versucht, den zu fangen. Und das machen wir dann vielleicht in einem extra Video. Heute soll es erstmal nur um die kleineren Fische, sage ich mal, gehen. Und da können wir jetzt überlegen, was wir da fangen wollen. Wir wissen auf jeden Fall, dass es da Barsch gibt. Wenn man natürlich nicht weiß, was es da gibt, dann muss man halt alles durchklicken und sich überlegen, was davon möchte ich letztendlich fangen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es da Barsche gibt, deshalb brauche ich mir nur die angucken. Und da sehen wir schon, den Forellenbarsch in Trophäengröße ist der größte Barsch, der da rumschwimmt und der hat Maximalgewicht von 2,2 Kilo. Das heißt, wir sollten unser Setup darauf ungefähr abstimmen und dann haben wir auch keine Probleme beim Drill. So. Forellen haben wir schon gesehen. Gibt es nicht Lachs, auch nicht Crappies. Ist erstmal egal. Ich werde jeweils eine Spinnroute zusammenstellen und eine Matchroute bzw. Posenroute. Muss nicht unbedingt eine Matchroute sein, aber ich glaube, ich werde hauptsächlich mit Matchrouten angeln, weil ich die 7 Meter langen Routen da, die Teleskoprouten, nicht so mag und man damit auch nicht so weit werfen kann. Deshalb bleibe ich einfach bei den Matchrouten. Also, geht doch nur ums Prinzip, ihr könnt ja dann selber dann die Teleskoprouten nehmen, wenn ihr die unbedingt haben wollt und das damit zusammenstellen. Müsst halt erstmal nur gucken, dass das so passt. Aber Penfish können wir uns mal angucken. Da gibt es dann den einzigartigen blauen Sonnenbarsch, auch der ist mit Posenroute zu fangen. 1,3 Kilo ist schon mal nicht so klein, aber natürlich die größten Fische da sind eben die Welse, die wir auf Pose fangen können. Und die gehen jetzt bis 6 Kilo als Trophäenwels. Das ist schon eine Hausnummer. Das wird man mit dem unteren Equipment auf jeden Fall nicht fangen können. Aber man kann natürlich auch kleine Trophäenwälse fangen. Ich weiß gar nicht, bis wohin die runtergehen. Jetzt sind hier nur die großen drin. Aber wir sehen auf jeden Fall schon, dass die auch mit Level 11 zu fangen sind. Level 10 habe ich gerade auch mal gesehen. Ich scrolle mal kurz so durch und überfliege das mal. Level 8 sogar schon. Ja, Level 8 ist jetzt gerade das niedrigste, was ich so gesehen habe auf Anhieb. Aber schon mal nicht quasi direkt nach dem Start. Und ja, ansonsten Hechte gibt es auch noch, aber auch die nur in 0,8. Das heißt, der Barsch ist für uns der Orientierungsfisch für die Spinnroute und der Wels eben für die Posenroute. Denn das sind die beiden stärksten Fische in jeder Kategorie. Und dann gehen wir einfach mal in den Shop rein und gucken uns mal ein paar Sachen an. Ich habe natürlich schon welche im Inventar, aber einmal so die grundlegende Überlegung. Und ich weiß nicht, ob ich das bei jedem Video machen werde. Könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das bei jedem Video erstmal im Shop sehen wollt und dann im Inventar oder nur im Inventar. Ich glaube, das reicht, wenn ich einmal die Grundlagen erkläre, oder? Weiß ich nicht. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das gerne hättet. So, und dann fangen wir an. Wo haben wir jetzt hier Spinnroute? Spinnroute heißt 2,2 Kilo sollte die halten. Jetzt können wir hier anfangen. Level 3 ist die erste Spinnroute. Dann können wir hier Schnurgewicht gucken. 1,5 bis 3 Kilo. Passt. Ja, der Fisch wiegt weniger, als die Rute aushält. Und ist kein Problem. Die können wir nehmen. Ich habe die nicht genommen, weil ich die nicht so mag. Wir können auch ein bisschen auf die Ködergewichte achten. Auf das Ködergewicht achten, denn wir müssen ja dann auch noch, je nachdem was für einen Köder nehmen, drauf achten, dass das passt. Ja, wir können jetzt hier natürlich auch
jede Anroute nehmen, weil die fast alle 1,5 bis 3 Kilo haben. Wenn ich die hier so durchklicke, haben die alle 1,5 bis 3 und erst hier wird das dann bis 3,5, dann bis 4 und so weiter und so fort. Hier sind noch die verschiedenen Sachen. Ultralight zum Beispiel, hier ist auch Ultralight. Auch Ultralight 2 bis 9, die ist fast wie die eine im DLC, die hat 1 bis 9, also kann man die hier auch durchaus mit fischen. Mit der werden wir auch gleich angeln. Und ja, das gucken wir uns dann auf jeden Fall so an. Also ich habe mir dann die ausgewählt, das ist natürlich für Level 9, aber könnt genauso gut die nehmen, wenn ihr nur Level 3 habt, vollkommen egal. Oder halt auch eine höhere, wichtig ist eben dieser Wert hier. Und dann gehen wir zu den Rollen und dann gucken wir uns das an und da sehen wir, der maximale Widerstand ist 1,25. Das ist jetzt natürlich ein Problem. Die ist was für Level 2 und selbst wenn wir die für Level 3 nehmen, weil wir sowieso Level 3 brauchen, um die Route zu kaufen, haben wir auch nur 1,55. Könnte man machen, ich glaube, das ist jetzt nicht so dramatisch, wenn der Fisch dann die 700 Gramm mehr wiegt. Aber ist halt so eine Sache, weil wir dann auch eine Schnur nehmen müssen, die da drunter liegt. Ja, und wenn wir uns die Schnüre angucken, können wir natürlich die Monoschnüre nehmen, die... Oh, selbst die hat schon mehr, aber die 1,4 zum Beispiel oder die 0,9. Das Problem ist, wenn wir einen Hänger kriegen, der kühlt das weg. Könnt ihr euch darauf einstellen, Monoschnüre, die Hänger zu lösen, ist nicht schön. Und deshalb würde ich immer auf geflochtene setzen. Und da ist die dünnste halt die hier und die hat 1,8 Kilo Tragkraft. Kostet auch 2 Gold. Ist so eine Sache, ne? Müsst ihr überlegen. Aber, wenn wir nochmal auf die Rollen gehen, dann sehen wir, dass die hier zum Beispiel 2,9 hat. Ja, wir erinnern uns, die Hut hatte 3 Kilo. Die Rolle hat 2,9. Passt mega. Passt richtig mega geil. Ist natürlich Level 11, klar. Aber ihr könnt natürlich dann mit den Spinnrouten hier versuchen, die zu fangen mit den niedrigen Leveln. Aber sobald ihr Level 11 habt, würde ich die hier nehmen, weil die einfach perfekt zum Setup passt. Denn wir sehen dann auch hier bei den Schnüren gibt es nämlich die 0,15er geflochtene. Die hat 2,7. Das heißt, Rute ist das stärkste Teil, Rolle das zweitstärkste und Schnur das drittstärkste und schwächste Glied. Und nur 300 Gramm auseinander. Passt perfekt. Spinnrute fertig. Die habe ich auch im Inventar. Und dann machen wir das gleiche für die Matchroute. Und da können wir uns hier das alle durchgucken hier. Omnifloat hat bis 2,5 Kilo. Ist jetzt nicht so mega geil, wenn wir einen 6 Kilo Fisch dran haben. Also die unteren Trophäenwellen kriegt man damit vielleicht noch raus. Die 6 Kilo weiß ich nicht. Ich habe jetzt keinen 6 Kilo vorher damit gefangen. Kann ich euch nicht sagen. Ich habe, glaube ich, die hier am Start. Die 3 Kilo ist auch... nur die Hälfte, aber die anderen sind halt doch schon ziemlich hochlevelig und die anderen kosten halt extrem viel Gold in den unteren Leveln. Auch wenn man für Level Up, glaube ich, viel Gold kriegt. Wenn ihr Level 13 seid, könnt ihr euch die hier gerne zulegen. Die hat 5 Kilo, damit solltet ihr den auf jeden Fall rauskriegen. Ich habe auf jeden Fall die hier auch nochmal am Start. Oder die, ich weiß es gar nicht. Eine von beiden habe ich auf jeden Fall am Start, womit man die dann definitiv rauskriegt, aber ist halt höheres Level, ne? Und ja. Omnifloat 3 Kilo, da sehen wir schon. Und das heißt, da nehmen wir einfach dieselbe Rolle, weil die hat auch wieder 2,9 und ebenfalls dieselbe Schnur 2,7. Das Ganze können wir uns hier auch nochmal angucken im Inventar. Alles hier 1,5 bis 3 Kilo. Omnifloat 450, Windcast 2500, 2,9 Kilo maximaler Bremswiderstand und die Schnur eben die 0,15er geflochten mit 2,7 Kilo. Tragkraft. Ja, ich werde jetzt hier den Köder spielt heute keine Rolle. Ich werde den jetzt einfach benutzen, weil ich damit halt eine höhere Chance auf Trophäenwälse habe. Und ob das dann klappt, letztendlich mit den Trophäenwälsen, wird man sowieso noch sehen. Aber ich werde einfach mal mein Glück versuchen. Und hoffentlich den einen oder anderen überlisten können. Ich hatte tatsächlich auch erst eine Matchroute zusammengestellt mit den niedrigsten Voraussetzungen. Aber ganz ehrlich, ich habe die Welse damit gedrillt, aber da kriegt man nicht mal normale mit raus. Das kann man absolut knicken. Man kriegt die vielleicht raus, wenn man irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde Realzeit drillt. Die sind mal bis 80 Meter weggezogen, aber ich glaube irgendwie, es war auch ein bisschen buggy, weil man überhaupt gar keinen Druck auf den Fisch bekommen hat. Man hat die ganze Zeit lose Schnur gehabt und... es hat sich halt nichts getan. Der Fisch, der ist da geschwommen. Man hatte lose Schnur, aber konnte auch nicht einkurbeln, weil es so wäre, als wenn man einen Fisch auf voller Spannung dran hätte. Und da ging einfach nichts. Ja, deshalb... keine Ahnung. Ich habe den dann immer zwischen 50 und 80 Meter gedrillt. Aber irgendwann hatte ich da keinen Bock mehr drauf.
Das war mir einfach zu dumm. Also ich glaube nicht, dass man in den unteren Leveln viel Spaß an den Drills haben wird. Deshalb nicht zu empfehlen. Aber mit dem Setup hier könnten wir auch ein paar Trophäenwälze aus dem Wasser heben. Ob jetzt unbedingt den 6-Kilo-Wälz, das müsste man dann nochmal testen. Das kann ich euch nicht versprechen, inwieweit der abziehen wird. Aber sollte schon vielleicht irgendwie machbar sein. Ich hoffe jetzt, dass wir erstmal überhaupt irgendeinen Wels fangen. Ob das jetzt ein Trophäenwels ist oder nicht, ist mir erstmal vollkommen egal. Und dann versuchen wir gleich auch nochmal mit der Spinnrute ein paar Fische zu fangen. Aber da werden wir, glaube ich, sowieso nicht den Trophäenfisch fangen. Der ist hier einfach so selten auf Spoon. Das sieht sogar fast schon aus wie ein Trophäenwels, oder? Vielleicht ist auch normal. Ich sollte auf jeden Fall mal meine Bremse ein bisschen fester zumachen. Und dann hoffen wir, dass der den Köder nimmt und abzieht. Ich habe jetzt natürlich den 2-0er Haken, aber der zieht ab. Perfekt. So, jetzt bringen wir den auf Spannung. Und dann machen wir das wie mit den anderen Fischen auch. Der nimmt jetzt natürlich ein bisschen Schnur. Boah, könnte sogar echt ein Trophäenfisch sein. Aber jetzt verliert er schon ein bisschen Spannung, weil er einfach da auch hin und her schwimmt. Jetzt sehen wir schon an der Rutenspitze, wie er die Spannung verliert. Und immer wenn er ziehen will, halten wir einfach dagegen. Boah, ich glaube, der ist echt nicht so klein. Mal sehen, ob wir den rauskriegen. Aber jetzt kommt er wieder in unsere Richtung geschwommen. Aber wir sehen hier schon, dass die Routen ungefähr passen. Wenn wir jetzt hier auf der Spannung haben, die Rolle, die variiert natürlich immer. Mal ist sie ein bisschen stärker, aber die Schnur ist immer am stärksten belastet. Von daher passt das eigentlich ganz gut. Und ich glaube, wir haben hier echt einen richtigen Brummer erwischt. Aber solange ich hier den noch auf Spannung halten kann, ist mir das egal. Bei dem anderen war das echt extrem buggy. Keine Ahnung, woran es lag. Aber hier habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass sich die Schnur irgendwie zu schlaff verhält. Die Rute biegt sie auch gut. Also könnten wir Glück haben und den austrillen. Das könnte jetzt ein bisschen dauern, weil das Equipment halt nur bis 3 Kilo ausgelegt ist. Wenn er jetzt über 3 Kilo hat, kann das auch schon mal ein paar Minuten in Anspruch nehmen. Damit muss man rechnen, wenn man unterhalb des Fischlimits angelt, aber ich wollte jetzt so gering wie möglich und trotzdem so halbwegs stark wie möglich angeln, weil ich könnte jetzt natürlich hier die Nero raushauen oder die Phoenix mit einer, was weiß ich da drauf, dicken Rolle, dicken Schnur und dann gibt dem Wels, also dafür ist natürlich so ein 5 Kilo Wels überhaupt gar kein Problem. Wenn ihr das habt, solltet ihr auf jeden Fall damit angeln, aber ich glaube, das hier ist jetzt so verfügbar in dem Bereich hier ab Level 11. Und jetzt sehen wir schon, dass der Fisch auch langsam aber sicher rankommt. Jetzt kriegen wir den dahin, wo wir den haben wollen. Das Problem ist halt mit der 1 Kilo Rolle, wenn ihr die nehmt am Anfang, ist halt ein Problem, dass ihr dem Fisch nicht so viel Widerstand geben könnt, dass der schnell ermüdet. Ja. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob das bei mir ein Bug war, dass ich da überhaupt gar keinen Druck bekommen habe. Aber da war halt überhaupt nichts zu machen. Aber jetzt sehen wir, dass der hier zumindest schon mal fürs Erste in unsere Richtung kommt. Und wir sehen auch schön hier, wenn das absinkt, wie das Kräfteverhältnis zwischen den Sachen ist. Ja. Schnur immer noch am stärksten belastet, Rute danach als zweitstärkstes und Rolle dann als letztes, wobei die Rolle manchmal variiert, manchmal ist sie ein bisschen stärker als die Rute, je nachdem, wie man die Rute hält, denn wenn man die Rute natürlich gerade hält, Richtung Fisch, ist die weniger belastet, als wenn man die biegen würde. So, und jetzt sehen wir die Pose da schon und sehen auch, dass der Fisch langsam Richtung Oberfläche kommt. Ich glaube, wenn ich jetzt noch eine Kurbelumdrehung mache, dann haben wir den schon, der mal 4 Meter wieder rangeholt und dann haben wir den ersten Fisch. Und das ist ein 3 Kilo Wels, also war schon an der oberen Grenze der Rute. Aber haben wir rausbekommen. Ja, kein Trophäenwels, aber
Wels. Ich kann euch sagen, ich habe mit der Route schon Trophäenwälse gefangen. Geht, ist halt bisschen Drillarbeit, aber ist halt Angeln, ne? Da muss man nochmal drillen. Und je nachdem, wann ihr dann in den Leveln höher vorankommt, könnt ihr natürlich auch zum Overkill greifen und einfach eine dicke Rute, Rolle und Schnur nehmen, wie gesagt. Und die damit fangen. Aber der Drill macht ja Spaß, von daher, warum soll man das nicht so machen? Ja. Also versuchen wir jetzt einfach mal noch einen Wels zu fangen und danach switchen wir mal auf die Spinnroute. Ich hoffe, ich werde mit der Spinnroute was fangen. Ich bin damit hier nicht so ganz begeistert, weil die Fische relativ klein sind hier. Und ja, hat man halt meistens dann so einen Jungforellenbarschrand oder sowas und dafür ist die Route schon wieder viel zu hart, die ich da gewählt habe. Aber es gibt halt auch nichts Geringeres als bis 3 Kilo. Da kann man natürlich dann mit der Rolle spielen und da, wie gesagt, dann die 1-Kilo-Rolle nehmen. Gerade am Anfang hat man ja keine andere Möglichkeit. Da sind dann die kleinen Fische ganz gut, dass das Material da nicht so gefordert wird. Aber wenn man das jetzt hier auf 3 Kilo gesamt auslegt, dann ist das schon eher wie so ein Kran, den man da in der Hand hält. Ähnlich wie bei den Maifischen gestern. Die Hechte werden ja hier auch nicht so groß. Also könnte man hier eigentlich sogar schon fast hingehen und sagen, ja komm, ich bleib beim geringen Equipment mit geringer Rolle und Schnur und fang damit die Fische, um ein bisschen Spaß im Drill zu haben. Oder man geht einfach auf Masse. Dann passt das natürlich auch. Gucken wir mal, ob der Wels, den ihr nimmt. Der sieht ein bisschen größer aus als der, der gerade einen Fehlbiss hatte. Und vor allen Dingen, ob ich den Anschlag durchbekomme, weil die Schnur jetzt ein bisschen locker ist. Oh, der sieht sogar gar nicht mal so klein aus. Geht fast in den zweiten Balken rein. Zieht auch ab. Der Anschlag sitzt. Und dann können wir wieder mit dem Drill beginnen. Er will nach rechts. Wir halten einfach nach links. Kurz mal noch einen Meter einholen. Und dasselbe nochmal. Jetzt geht die Spannung schon ein bisschen runter. Der scheint erstmal nicht so weit wegzuziehen, wie der gerade. Der gerade ist für einen 3-Kilo-Wels eigentlich schon mal echt ganz schön weit gezogen. Normalerweise ziehen die nicht ganz so weit, wenn das nicht ein Trophäenwels ist. Deshalb dachte ich, das wäre schon einer gewesen. Aber 3 Kilo ist, glaube ich, auch knapp dran an der Trophäe. Ich habe auf jeden Fall schon Trophäenwälse gehabt mit 3, irgendwas. Was finde ich auf jeden Fall auch ziemlich nice an dem Update, dass die Fish-Ranges so gewachsen sind. Man kann jetzt nicht mehr sagen, okay, die Trophäen haben alle, was weiß ich, wie viel Kilo und die normalen alle so und so viel Kilo, sondern da ist halt schon so eine Range vorhanden. Gerade bei den Trommlern hat man das auch schon gesehen. Da fängt ein Uni ab 5 Kilo an. Ich glaube, bis 5 ist noch normaler in Trophäengröße. Normaler vor allen Dingen, einer in Trophäengröße halt. Und der geht dann hoch bis 14, irgendwas. Also fast 10 Kilo Range für so einen einzigartigen ist schon eine Hausnummer. Aber wir ziehen jetzt hier erstmal den nächsten Wels raus. Und das ist doch auch der Trophäenwels mit 4,3 Kilo. Und der war sogar leichter als der jetzt gerade mit 3 Kilo. Variiert natürlich auch immer dann von Fisch zu Fisch und wie man Zugriff auf den bekommt. Wie der Drill so abläuft, aber sehen wir schon, Trophäenwälse mit dem Setup auch kein Problem. Und ich glaube, auch mit 6 Kilo kann man die rausholen, auch wenn das das Doppelte ist von dem, was man hier eigentlich mit der Rute fangen kann. Aber ich denke, das funktioniert. So, den packen wir ein und dann switchen wir mal kurz die Seite, weil ich auf der anderen Seite spinnfischen möchte. So war es, und zwar nicht bei den Booten, sondern hier ein bisschen weiter links. Denn da ist so ein Seerosenfeld hier hinter diesem Schilf hier und da möchte ich gerne durchziehen. Aber wir können uns das Setup dafür auch nochmal hier kurz angucken. Ich glaube, das hier war's. Ja, Elemental 200, wie gesagt, auch bis 1,5 bis 3 Kilo Schnurgewicht, Ultralight, 2 bis 9 Gramm Wurfgewicht. Dann die Rolle, auch die Windcast 2500. 2,9 Kilo maximaler Bremswiderstand. Und als Köder den Bass Jig 7 Gramm, also liegt voll in unserem Wurfgewicht hier drin und sollte
passen, Schnur dieselbe mit 2,7 Kilo Tragkraft, passt also auch. Und dann nehmen wir die meine Hand und versuchen hier mal noch ein Barsch zu erwischen. Wie gesagt, die großen werden jetzt hier auf die Schnelle damit wahrscheinlich nicht zu fangen sein, aber ich versuche es nichtsdestotrotz trotzdem mal mit der Spinnrute und guck einfach mal, was genau da anbeißt. Man hat hier auch viele Fehlbisse. Der Haken ist natürlich auch ein bisschen groß. Aber für die Barsche soll es vielleicht noch gehen. Ich weiß nicht, was hier sonst noch so beißt. Wenn man hier mit dem Ultra-Light-Equipment angelt, mit den kleinen Nano-Spoons und Spinnern, da kriegt man dann auch so blaue Sonnenbarsche und was weiß ich, Crappies. Kriegt man alle da dran. Vielleicht knallen die auch einfach auf den Jig drauf und man hat deshalb ein paar Fehlbisse. Das kann natürlich sein. Aber ich sage immer, lieber Fehlbisse als gar kein Biss, so wie jetzt gerade. Deshalb hoffen wir einfach mal, dass da gleich noch was passiert. Auch wenn wir dann direkt sehen werden, dass das Setup für hier auf jeden Fall schon fast ein bisschen zu hart ist, aber viel geringer geht halt auch nicht. Wenn das jetzt hier nicht klappt, dann versuchen wir gleich mal den Spoon dran zu machen und damit einen zu überlisten. Oder eventuell auch einen Hecht zu erwischen, als haben wir einen Hänger, aber haben wir noch lösen können. Solange der eigentlich in den Pflanzen da drin hängt, geht's noch. Wenn der an Stein oder sowas hängt, wird es ein bisschen eklig. Und jetzt hängt da was weiß ich wo. Hängt an den Seerosen oder was? Keine Ahnung, machen wir mal die Bremse ein bisschen weiter zu und hoffen, dass es dann funktioniert. Ja, sehr gut. Aber ein Fisch bringt uns das trotzdem nicht. Wenn man einen fangen möchte, klappt es natürlich auch nie. Die Wurfweite ist mit der Route natürlich nicht so weit. Das sehen wir ja schon. 37 Meter als Maximum. Liegt natürlich auch ein bisschen an der Länge. Mit 2 Meter nicht ganz so lang wie die anderen. Und wahrscheinlich auch an der Action. Ich weiß gar nicht, was die für eine Action hat. Aber die lädt sich dann halt nicht so gut auf, dass die Köder besonders weit raushaut. Ich meine, 7 Gramm, 37 Meter, muss man auch erstmal werfen. Ist ja jetzt auch nicht so die Mörderzahl. Aber die Barsche sind halt auch nicht Mörder. Die sind nämlich gerade mördersatt, aber nicht mörderisch gut in Beißlaune. Weißt du, da habe ich extra vorher die Stelle getestet, weil ich dachte, komm, die ist bestimmt nice. Hab hier auch die Barsche gefangen und jetzt brauchst du die Barsche und dann sind die natürlich nicht da. Ja, so kann es gehen. Wenn das jetzt hier eine halbe Stunde geht, dann muss ich tatsächlich gleich mal kurz cutten, bis ich einen dran habe. Und das nur für so einen Drill, der nicht mal spektakulär ist. Kommen auch nicht mal ein Fehlbiss und das in 5 Würfen oder was wir schon gemacht haben, das ist natürlich sehr mau und wenig, aber an der Beißzeit kann es nicht liegen, die ist eigentlich gut. Ah, egal, versuchen wir es mal mit dem Blinker hier, Casting Spoon, der wiegt auch 7 Gramm, passt also auch dran, da steht es auch, Gewicht der Montage ist optimal, steht aber nur bei Spinnruten. Also wenn er das
hinbekommt, dann seid ihr auf jeden Fall sowieso schon mal auf einem guten Weg. Aber guck mal, da drüben ist eigentlich viel geiler, ne? An den Baumstämmen da. Aber ich kann auch von hier dahin werfen. Wobei, ich glaube, das könnte nicht weit genug gehen. Vielleicht müssen wir gleich mal ein bisschen darüber wandern. Ich weiß nicht mal, wo der Köder angekommen ist. Aber wir dürfen auch natürlich nicht in so einem Baumstamm da festhängen. Dann ist sowieso Holland in Not. Aber auch da will mal wieder nichts beißen. Sehr nice. Na, da haben wir doch noch einen. Und der könnte sogar schon ein bisschen größer sein als ein normaler. Gucken wir mal. Aber nicht die Spannung verlieren. Da müsst ihr darauf aufpassen, dass der, wenn er so schnell hier auf euch zuschwimmt, dass der da nicht einen Abgang macht. Ah, doch, das ist ein kleiner. Deshalb geht der hier halt so ab. Und dann haben wir den am Start. Junger Forellenbarsch, 0,4 Kilo. Also Fisch lässt sich fangen. Ich werde jetzt hier nicht angeln, bis ich jetzt hier den großen habe. Aber glaubt mir, die 3-Kilo-Rute reicht auf jeden Fall aus, um auch einen Trophäenfisch zu fangen. Aber die sind sowieso so selten mit der Spinnrute, dass das erstens kein Problem ist und zweitens, wenn dann doch einer beißt, auch ganz easy rauszubekommen ist. Denn wir haben ja gesehen, der Wels war auch kein Problem. Und auch wenn die hier ein bisschen mehr Dampf machen und mehr hin und her schwimmen und mehr kämpfen als Welse, alles kein Problem. Das also die beiden Setups erstmal für Missouri und dann sehen wir uns nächstes Mal in New York wieder, wenn ihr Bock habt. Und guck mal, was wir da brauchen und auf die Beine stellen. Da gibt es ja auch schon den ersten einzigartigen. Den müssen wir natürlich berücksichtigen. Hier gibt es den zwar auch, aber mit dem blauen Sonnenbarsch, der nur ein paar Kilo hat, da reicht also die Welsroute dann auch vollkommen aus. So. Ich bedanke mich aber an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und vielleicht hat es auch dem einen oder anderen geholfen, der so mit den Equipments und Setups überhaupt nicht zurechtkommt, weil er jetzt gar keinen Plan davon hat. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Und bis dahin sage ich Petri Heil. Macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen.